Ja, moin Leute. Ich hoffe, das nimmt jetzt auf. Das ist das neue Handy. Das Samsung S9 Plus ist im Selfie-Modus. Ja, und zwar hat der YouTuber, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Monte, oder genau. Hat jetzt eine Hausdurchsuchung gehabt und jetzt habe ich bei Herrn Newstime gesehen, dass er auch anscheinend wegen Geldwäsche oder Glücksspiels oder sonst irgendwas durchsucht wurde, was ihm aber wohl nicht nachgewiesen werden konnte oder sonst was. Jedenfalls zu Herrn und Newstime. Und ja, wie gesagt, war da eine Hausdurchsuchung bei ihm und ja. Ja, das ist natürlich immer das Ding. Er hat ja auch seine Gelder öffentlich gemacht, seine 72.000. Ja, wenn man das so öffentlich macht oder rausposaunt, dann kann das wohl schon mal dazu kommen, dass man dann auch halt, wie gesagt, durchsucht wird. Ich weiß es nicht, obwohl er vielleicht gar nichts gemacht hat. Ich schätze mal ihn so schlau ein, dass er keine kriminellen Geschäfte betreibt, beziehungsweise nichts gemacht hat. So schlau schätze ich ihn ein. Wenn er was gemacht hat, dann soll er natürlich dafür gerade stehen. Dann soll er halt ein Bußgeld zahlen oder was auch immer. Ich glaube, so wegen solchen Delikten geht man nicht gleich in den Knast, aber wie gesagt, ja gut, Geldwäsche ist jetzt nicht so toll und ach, was war das andere noch? Waffenbesitz, aber eine Waffe wurde nicht gefunden. Also wie gesagt, ich weiß es nicht ganz genau, aber er soll wohl irgendwie mal eine Zwille da gehabt haben oder irgendwas. Nein, also Scherz beiseite, er hat wohl eine Waffe gehabt. Das ist jetzt zum Stand der jetzigen Dinge. Und wie gesagt, alles weitere seht ihr bei Herrn Newstime, bei meinem Kumpel Herrn Newstime. Herr Newstime.